Wir bezeichnen das, was wir hier machen, als eine intrinsische Feedback-Therapie. Der Mensch sendet ja über das Hirn Impulse in die Extremitäten hinein. Jetzt gibt es eine neuronale Störung. Bei uns als Beispielsfall die Querschnittlähmung. Was wir jetzt mit unserem System können, ist, dass wir auch schwachen Impulsen noch einen Empfänger geben. In dem Moment merkt das Gehirn, die Impulse werden wieder verarbeitet. Es lohnt sich jetzt wieder, beim Querschnittsgelähmten in die Beine hinein zu denken oder beim Schlaganfall auch das und das wieder anzusteuern. Und damit setzt im Körper des Menschen, ist vielleicht etwas weit gesprochen, aber eine neuronale Aktivierung oder eine neuronale Motivation an. In Bochum haben wir eine sehr große, sehr ambitionierte Universität. Wir haben gute Forschungsunternehmen im Umfeld der Universität, auch im Bochumer Gebiet insgesamt, die dort arbeiten. Man hat gute Netzwerke in die Universität hinein. Das wird auch seitens der Universität deutlich erleichtert. Und jetzt in unserem Bereich natürlich den sehr guten Standard in den Kliniken hier, die mit der Universität unmittelbar zusammenarbeiten. Also das Forschungsthema ist in Bochum sehr gut und sehr hoch aufgestellt. Und unser Unternehmen ist ein Unternehmen, was ja von der Forschung und Forschungsentwicklung lebt. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine, das ist bei uns in unserem Unternehmen mit der Entwicklung, die wir hier präsentieren, an sich beispielhaft. Und man kann die Sachen sich jetzt ja weiter vorstellen. Im Moment greifen wir die Nervenimpulse am Bein ab, aber wer hindert uns, die Nervenimpulse am Schädel abzugreifen, an ganz anderen Stellen abzugreifen und zu nutzen, um woanders irgendwas in Gang zu setzen, was wir über unser Hirn in einer bestimmten Art und Weise lenken wollen. Das sind Entwicklungen, da ist ja überhaupt noch kein Ende abzusehen. Der Standort Bochum ist ein besonderer Standort für alle Unternehmen, die im Bereich Hightech forschen und auch entwickeln. Wir haben in der gesamten Region eine extrem hohe Dichte an Forschungsinstituten und Universitäten. Das erlaubt uns einen regelmäßigen Austausch. Es erlaubt uns aber auch, entsprechende Fachkräfte zu rekrutieren und auszubilden. Digidata forscht und entwickelt im Bereich IT-Sicherheit. Daraus ergeben sich die ganz normal bekannten Produkte, die Antivirus, Internet Security heißen, aber eben auch abgeleitet davon Unternehmensprodukte, in denen Unternehmen ihre Netzwerke sichern können, bis hin zu Forschungsaufgaben, die wir übernehmen als Auftragsarbeit. Digidata sieht sich als Beispiel eines neuen Wirtschaftssektors hier im Standort Bochum. Nicht nur, weil wir selbst Hightech entwickeln und in der Hightech-Branche arbeiten, sondern auch, weil wir die Synergien des Standortes nutzen. Wir haben hier in Bochum mit dem Horst-Görz-Institut an der Uni Bochum eines der renommiertesten Institute für IT-Sicherheit weltweit. Und die enge Zusammenarbeit mit diesem Institut, aber auch die enge Zusammenarbeit innerhalb dieses Ökosystems IT-Security ist für uns ein ganz wichtiges Beispiel eines gesamtheitlichen Ansatzes, um einen neuen Wirtschaftssektor zu entwickeln.